Willkommen im Bereich Neue Anteilsregeln der GEMA. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie auf unseren GEMA-Seiten alle Informationen rund um das Thema Neue Anteilsregeln finden. Auf der Seite Aktuelles finden Sie Hintergrundinformationen zum Projekt. Im Rahmen der GEMA-Mitgliederversammlung 2020 wurde die technische Umsetzung der Neuregelung des GEMA-Verteilungsplans beschlossen. Basierend auf dieser Neuregelung wurden die Anteilsbilder, also die jeweiligen Anteile von Verlag und Urheber an einem Song, neu berechnet und im Anschluss darauf eine Vergleichsverteilung durchgeführt. Die alten und neuen Werkanteile wurden nun in sogenannten Deviation Reports zusammengefasst und einander gegenübergestellt. Scrollen Sie herunter, sehen Sie eine Handlungsempfehlung, die beschreibt, wie Sie sich dem Thema Deviation Reports zuwenden können. Im ersten Schritt rufen Sie Ihre Deviation Reports im Online-Portal auf. Hierzu klicken Sie bitte auf Meine Downloads. Melden Sie sich zunächst mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an. Klicken Sie anschließend in Ihrem Dashboard auf die Kachel Meine Downloads. Dort werden Ihnen Ihre Deviation Reports angezeigt und zum Download bereitgestellt. Haben Sie keine Deviation Reports im Online-Portal vorgefunden, prüfen Sie bitte, ob für Ihre Werke Nutzungen im Geschäftsjahr 2019 vorgekommen sind. Sollte das der Fall sein, schreiben Sie eine E-Mail an neueanteilsregeln@gema.de. Geben Sie bitte im E-Mail-Betreff Anforderung Deviation Report ein und hinterlegen in der Mail Ihre Mitgliedsnummer und den Namen des Urhebers oder Verlags. Wir werden uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen kümmern. Im zweiten Schritt können Sie über die Startseite die Repertoiresuche aufrufen, um dort Ihre alten und neuen Anteilsbilder miteinander zu vergleichen. Klicken Sie dazu auf die mittlere Kachel. Um Ihnen behilflich zu sein, haben wir die Repertoiresuche für Sie erweitert. Sie können für die alten Anteilsbilder einfach den bekannten Online-Service starten. Dadurch gelangen Sie auf die aktuelle, erweiterte Repertoiresuche. Für die neuen Anteilsbilder nutzen Sie bitte die Repertoiresuche Neue Anteilsregeln. So können Sie direkt auf Werkebene die Anteilsbilder vergleichen. Sollten Ihnen bei der Analyse der Deviation Reports und dem Vergleich der Anteilsbilder über die beiden Repertoiresuchen Abweichungen auffallen, die nicht dem GEMA-Verteilungsplan entsprechen, können Sie uns dazu im dritten Schritt Rückfragen stellen. Dafür haben wir ein Formular im Online-Portal für Sie eingerichtet. Dieses erreichen Sie über einen Klick auf die dritte Kachel. Das Formular für Rückfragen wird in einem separaten Video erklärt. Bitte beachten Sie folgende Punkte. Die Deviation Reports beinhalten ausschließlich Werke, die im Geschäftsjahr 2019 genutzt worden sind. Es ist möglich, dass sich die alten und neuen Anteile pro Urheber und Verlag mittlerweile geändert haben, da die Vergleichsverteilung auf dem Werkdokumentationsstand vom August 2021 durchgeführt wurde. Die endgültigen neuen Anteilsbilder sind nicht für alle Werke sofort sichtbar. Bei den dargestellten Abweichungen handelt es sich lediglich um Vergleichsberechnungen. Ein Deviation Report begründet daher keine Ansprüche hinsichtlich vergangener oder künftiger Ausschüttungen. Falls Sie noch weitere Informationen zum Thema Neue Anteilsregeln und Deviation Reports erhalten wollen, haben wir für Sie Materialien zum Download bereitgestellt. Zusätzlich können Sie die alten und neuen Anteile vergleichen oder auch die Dokumente für die Verarbeitung in Excel herunterladen. Die neue Ableitungslogik wird einiges einfacher machen. Waren es früher viele verschiedene Anteilsschlüssel für die unterschiedlichen beteiligten Konstellationen, so wird die neue Ableitungslogik dafür sorgen, dass die Anteile künftig durch wenige, logisch aufeinander aufbauende Regeln bestimmt sind. Um mehr darüber zu erfahren, klicken Sie auf den Link. Sie gelangen in den Bereich Neuordnung der Anteilsregeln. Hier finden Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema. Im unteren Teil der Website sehen Sie unsere FAQs. Hier werden die häufigsten Fragen zu den Anteilsregeln näher erläutert. Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne eine E-Mail an neueanteilsregeln@gema.de schreiben.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unserem Online-Bereich das Thema neue Anteilsregeln näher bringen konnten. Entdecken Sie das gesamte Serviceangebot der GEMA unter www.gema.de.